zusammen, das lange Osterwochenende steht vor der Tür und es gibt wieder einige Veranstaltungen in unserer Region. Ich habe euch eine kleine Auswahl zusammengestellt und freue mich, wenn für jeden etwas dabei ist. Wollt ihr mal wieder ins Theater gehen, dann ab mit euch nach Neuwied zur Landesbühne ins Schlosstheater. Mit dem Stück Eines langen Tages Reise in die Nacht erfahrt ihr ein Familiendrama der anderen Art. Eugen O'Neills berühmtes autobiografisch gefärbtes Familiendrama zeigt von morgen bis Mitternacht eines einzigen Tages das Leben und Leiden der Familie Thüron. Der Vater, einst ein erfolgreicher Schauspieler, kann seine armselige Jugend nicht vergessen und tyrannisiert damit seine Familie mit seinem Geiz, an dem bereits ein Sohn zugrunde gegangen ist. Das Bewusstsein dieser Schuld treibt Thürons Frau in die Morphiumsucht, der Sohn James wird zum Trinker und Zyniker, sein jüngerer Bruder Edmund leidet an Schwindsucht, die als Sommergrippe bagatellisiert wird. Ich würde sagen, auf geht's nach Neuwied. Ostern steht vor der Tür, oder besser gesagt das Osterwochenende. Und wer also einen Mix aus wild, extrem, klassisch, komisch, virtuos, modernes Varieté möchte, geht am besten wohin? Na klar, ins Café Hahn nach Gülz zum Ostervarieté. Dort erwartet euch Armin Fischer, ein klaviertuoser Klassik-Kaskadeur, trifft auf den anderen Kerol, eine menschgewordene Comicfigur und exzentrischer Artistik-Beatboxner. Und beide haben bei dieser Begegnung der artistischen Art nicht nur jede Menge skurril oder witziger Geschichten zu bieten, denn der eine erzählt euch ein bisschen von seinen vielen Kreuzfahrten und Soloklavierkonzerten und der andere plaudert aus dem Nähkästchen über seine Tourneen über die großen Festivals der Welt. Es erwarten euch auch atemberaubende Akrobaten sowohl in der Luft wie am Boden, sprich es ist alles im Gepäck. Neben dem 16.04. gibt es auch weitere Veranstaltungstermine, die ihr natürlich online auf der Seite des Café Hahns einsehen könnt. Für den Spaß müsst ihr mit rund 33,40 Euro pro Karte rechnen. Osterfreunde, Ohren gespitzt, im Pin-Up Koblenz Bowling Center wird's an Ostern bunt und lecker. Lasst euch den Ostersonntag mit einem Familienbrunch versüßen und genießt von 10 bis 14 Uhr den Brunch mit Frühstücks- und auch Mittagsbuffet. Das Mittagsbuffet beginnt bereits um 11 Uhr, Kaffee und Tee dürfen natürlich auch nicht fehlen, die sind also inklusive. Zum Empfang gibt es ein Glas Sekt oder Orangensaft nach Wahl. Auch ist ein riesen Osterspaß für unsere Kleinen dabei. Mit der Bowling Room Osterjagd wird das ganze Center zur Spielwiese. Sucht im Pin-Up nach den versteckten Ostereiern. Der Osterhase hat seine Überraschungen am Counter für euch bereitgelegt. Rund 24,90 Euro müsst ihr für den Spaß einkalkulieren. Eure Kids sind natürlich günstiger. Das war es zwar wieder mit den Veranstaltungstipps fürs Wochenende, aber ich habe noch eine Kleinigkeit im Petto für euch. Geht bei uns auf die Webseite in die Kategorie Freizeittipps, da bekommt ihr tolle Aktivitäten vorgeschlagen, die sich bei dem Wetter, was gut werden soll, auf jeden Fall lohnen. Ich jedenfalls freue mich schon darauf, mich auf meine Harley zu schwingen und cruise ein bisschen durch die Region. Dabei aber natürlich vorsichtig bleiben. Bis dahin alles Gute für euch und schöne Ostern.